Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge werden wir eine Mission machen, wo wir ein bisschen spritzen werden. Bitte was? Zu einer neuen Folge LS17 natürlich. Habe ich ein bisschen vergessen zu sagen. Cool, der kleine Ursus, sag ich schon, Waldra. Der ist cool. Der reicht für diese Maschine? Krass. Wow. 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 Zweimal rüber und fertig ist die Scheiße. Reicht eigentlich schon sogar schon einmal. Nein! Was macht er? Ich würde mal so rüberfahren. Hier, das mit dem Dach finde ich geil. Von Blum! Ich würde mal hier in Perspektive fahren. Mann, ist der hübsch. Der gefällt mir. Waldra. Der hat da einen Spiegel. Was ist das denn für ein Spiegel? Okay. Giants FM. Aha. Hier werden wir mal ein bisschen tricksen. So. Es ist mal angenehm, keine Hand an der Tastatur zu haben. Und einfach laufen lassen. Ja, ihr habt richtig gehört. Laufen lassen. Wie ihr seht, das sogar mehrfach. Stellt euch vor, das sind alles kleine Pimmel. Oh Gott, tut mir leid. Entschuldigung, das war... Ach, herrlich. So, 6.000, mal eben so. 150.000 haben wir jetzt.
Oh, guck mal. Das ist ja cool gemacht. Mit dem ganzen Matsch hier, Textur. Texturmatsch hier. Oh. Ist echt cool. Momentan keine Mission hier. Schade. Da hinten waren verdorrte Sonnenblumen, glaube ich. Da werden wir mal kurz hin tingeln. Tingeltangelbock. Es sind keine verdorrten Sonnenblumen, aber es ist ein verdorbtes Feld. Aber was für ein Feld? Was werden wir erfahren in der nächsten Folge? Nein. Natürlich jetzt. Die Folge geht ja nur 6 Minuten gerade. Bedenkt, das hier wird jetzt richtig lange dauern. Zeit für diese Mission 126 Minuten. Oh Gott. Nein, nicht mit dieser Maschine. Das dauert mir zu. Es würde mir zu lange dauern. Was sagt denn der da hinten? Ey, 60 Minuten, sorry. Das ist mir zu lang. Also 60.000 für 130 Minuten. Ach so, weil ich meine Fahrzeuge immer direkt da an, draufstelle oder was? Ah, okay. Nee, nicht mit dem Ding. Da hinten gibt es noch ein Feld. Was war das denn gerade? Noch ein Feld. Oh ja. Da hinten ist ein Feld. Was? Oh, mit dem Q-Teil. Aber nein, ich will so eine Mission nicht nochmal machen. Für aber 5.000, nein. Ich bin gerade echt am überlegen wegen dem 60.000 Dings. Komm, wir machen das. Kann aber sein, dass ich das nicht komplett aufnehmen werde.
Machen wir. Kartoffeln sind das doch, ne? Ja. Nee. Doch. Ja. Und hier seht ihr, warum ich es eigentlich nicht machen wollte. Es wird extrem lange dauern. Wow. Geil umgedreht, muss ich mal sagen. Pass mal auf, ich würde es folgendermaßen machen, wenn ich es hinkriege. Ich werde es komplett aufnehmen, aber dann einen Zeitraffer machen. Raffer. Versteht ihr? Ich werde es dann, die Zeit dann beschleunigen für das Video, während wir hier machen. Also. Das heißt, ich werde mich jetzt auch, für stumm, also, stumm stellen. Also, ab jetzt wird's beschleunigt. Bis gleich. Und viel Spaß.
So, da bin ich wieder. Ich habe die schnelle Wiedergabe mal jetzt mal ein bisschen wieder normalisiert. Denn, wie ihr sehen könnt, 80 Minuten Zeit haben wir noch, aber es ist fast fertig. Es ging schneller, als ich erwartet habe. Auf meiner Uhr steht 56 Minuten geht die Folge. Am Ende, wenn ihr das hier seht, wird die natürlich deutlich kürzer sein. Mal gucken, wie viel kürzer. Muss ich mal gucken. Ja, wir sind fast fertig. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Mission ist doch besser, als ich dachte. Es macht Spaß, mit dem hier rumzugurken. Ja. Ein bisschen was habe ich stehen gelassen, was im Prinzip aber auch egal ist. Ich achte immer, also ich mache das immer so, dass ich rechts zwei habe, also dass ich am Rand zwei habe und die Mitte, da wo der Knauf ist, dann die dritte Reihe habe. So, jetzt einmal rum. Voll einschlagen. Ja. Und die Mitte treffen. Also die dritte Reihe kriegen. So. Ihr seht. Links sind zwei Reihen. Neben dem Knauf. Vor dem Knauf ist eine Reihe. Und ja. Rechts sind dann auch zwei Reihen, die dann abgeerntet werden. So habe ich mich darauf die ganze Zeit orientiert. Ja. 50 Minuten habe ich ungefähr für diese Mission gebraucht. Ist auch gleich fertig. Sehr schön.
Dann wollen wir gleich mal gucken, wie viel Geld wir kriegen. Übrigens, es wird nicht mehr gefüllt. Anfangs war das so, dass man, es wird noch gefüllt, aber je länger das dauert, desto weniger wird's. Es ist, glaube ich, so eingestellt, dass man die Mission komplett ohne Entladen spielen kann. Warte mal. Kann sogar angehen, dass die hier entladen ausgeschaltet ist. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und die letzte Reihe. Könnte vielleicht sein. Ja, vielleicht auch nicht. Oh yeah. Electro Radio FM, looking for love. Ja. Ah, 60.000 Lohn und 61.000 Zeitbonus. Respekt. Und genau in dem Moment ist bei dem Video eine Stunde. Aber nicht bei diesem Video, was ihr gerade seht. Na, ich habe ja vorgespult. Ja. Ich würde dann auch sagen, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Oh, jetzt habe ich I gedrückt. 273.000. Wollen wir nicht für einen etwas teureren sparen? Für den 93,80. Einen Moment, ich gucke noch mal ganz kurz was. ...93,80, 10 Meter. Ist der hier eigentlich auch für den 93,80? Nee. ...93,80. Ah, hier haben wir einen 12 Meter Teil. Kann man den hier 92,30? Ich denke mal, den kann man auch für den hier benutzen. Also für den hier benutzen. Ich denke mal, wir werden auf den 93,80 sparen. Dann haben wir direkt eine ganz große Maschine. Ja. Wird aber dann halt noch wieder dauern, bis wir den da kriegen, weil der kostet 385.000. Und das dazugehörige Neidwerk 93,80. Ja, ist auch der letzte. Ja. Kostet dann nochmal 60.000. Boah. Das ist teuer. Aber wenn wir schon mal so viel Geld haben, ganz ehrlich, können wir ruhig machen. Und wir haben ja noch eine Erntemaschine, die wir auch noch verkaufen könnten. Die aber nicht mehr so viel bringt. Könnten wir noch irgendwas verkaufen? Den Rest würde ich gerne behalten. Also,
Vielleicht holen wir uns dann die große Maschine. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Und den beschreiten wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.